hier! Das sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Wie komme ich da rein? Leibeigene. Sie haben einfach die, die Waffen haben. Was ist denn hier passiert? Hey, Rattler, hier ist McKenzie. Ich bin draußen, frei. Mein Mann starb, während er eure gottverdammten Tomaten pflückte. Wir sind nicht nur ein paar einzelne Versprengte. Ich komme mit den anderen wieder. Eure Zeit wird kommen. Also ich hatte ja schon das Bedürfnis, das alles hier zu befreien, ne? Sprengpfeiler. Ich meine, wenn sie Leute haben, die mit Helm und Panzerung rumrennen, können wir ihnen Pfeile einfach zwischen die Brust tackern mit ein bisschen Sprengstoff dabei und dann nachher sind die weg. Ist auch ein relativ schneller Tod, würde ich behaupten. Zumindest wenn es ein sauberer Schuss ist oder eine saubere Sprengung. Hallo. Ellie. Ihre Rachegefühle bringen sie irgendwann mal. Komm schon, komm schon! Du schaffst es! Nur noch ein kleines Stück, Kumpel! Lass ihn in Ruhe. Er spürt doch nichts. Ach, scheiß drauf! Ich hatte ihm genau das versprochen. Das ist so ein abartiges Hobby. Jetzt wärst du bestimmt lieber nicht geflohen, oder, Anthony? Ey, ich frage mich, ob das ein... Lebt er noch oder haben die Infizierte hier angekettet? Hättest du ihn mal lieber nicht genervt, den Anthony, ne? Arschloch. So. Wir gucken mal, wie wir hier vorwärts kommen. Weiß nicht, warum der da oben drauf steht. Okay, da ist auch noch einer, da ist auch noch einer. Okay, jetzt wird's aber kritisch. Da war was. Mateo! Gut. Sehen wir lieber nach, verdammt! Entdeckung!
Ich hatte gehofft, dass ich beide sprengen kann, dass sie nah genug am anderen runterspringt. Hat sie aber nicht getan und dann war ich schon, habe ich den Bogen schon gezogen, dann dachte ich, jetzt ziehe ich einfach durch. Weil ansonsten kommt das nicht mehr gut. Kluge Soldaten klappen den Gesichtsschutz runter, mein lieber Freund. Das sind kranke Arschlöcher. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das mal ein Sklave, der geflohen war und dafür infiziert und angekettet wurde. Es scheint so, ja. Es scheint so. Also er hat ihn ja mit Anthony angesprochen. Anthony. Was ja bedeutet, dass er ursprünglich, dass sie sich kannten, beziehungsweise dass sie ihn vermutlich als Sklaven hatten und er ist dann entkommen. Und dann haben sie ihn wohl wieder gefangen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Er wurde infiziert bei der Flucht und dann wurde er gefangen und dann dachten sie, den ketten wir gleich an. Oder sie haben ihn gefangen und als Bestrafung infiziert. Weil ich meine, was ist schlimmer als der Tod? Infiziert zu werden und dann elendig zu krepieren. Dass sie das als noch höheres Druckmittel verwenden. Kann ich die... Die MP gibt's nicht zu... Ja, doch. Ich hatte sehr gehofft, dass ich die Waffe upgraden kann. Ich bin enttäuscht. So eine tolle Waffe und ich kann sie einfach nicht upgraden. Da will ich noch nicht rein. Meins. Zuerst noch ein bisschen umgucken, bevor ich weitergehe. Die MP ist schon ultimativ, die hat keinen Scope. Wo ist mein Laser Red Dot 4 bis 8 bis 16 bis 42 bis 64 bis 32 bis 64 Hybridvisier? Hm? Alles meins, meine Sachen. Alles meins, meine Sachen. Ja, hier nochmal Zeug zum Upgraden, aber... Was soll ich denn sagen? Mein Snipergewehr hat jetzt maximale Munition. Wir machen das mal so. So, gut, let's go. Flitz die Dü, weiter geht's. Wait. Nein. Okay. Vielleicht komme ich da raus. Aha. Ja, sowas aber auch.
Als erstes nehmen wir natürlich noch alles mit, was hier drin ist. Die haben so viel Zeugs. Das kann man ja nicht stehen lassen. Das ist eine Verschwendung. Ja, unerhört. Das machen wir mal lieber nicht. Mach lieber mehrere Mollys dafür. Oh yeah, Musik. Da freue ich mich als YouTuber und Streamer. Ich glaube, das Erste, was ich mache, ist aufs Radio zu schießen. Also was die auch immer hier haben. Ja, okay, super. Oh! Scheiß auf all die Arschlöcher. Okay. Ja, ja, ich lasse dich gleich frei. Alles gut. Alles gut. Ich frage mich nur, wo die sind. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Diese Geräusche! Da hinten ist auch noch mal einer. Hast du irgendwas? Ich sehe niemanden. Ich würde was schon behaupten, ich habe mich in eine etwas beschissene Situation gebracht gerade. Also. Sie ist in die Richtung! Ich möchte halt eigentlich noch die anderen da befreien. Alle aufschwärmen! Jemand eine Spur von ihr! Verdammt, wo ist sie hin, Leute? Ja. Ich mag die Waffe total! Ach, cool. So. Kann ich dieses blöde Radio nicht abknallen? Ganz ehrlich. Seht ihr sie? Cole! Scheiße, hinterhalten! Cole ist tot. Ja, sie ist da. Ich gehe trotzdem noch kurz.
So rum. Ich will den Klicker freilassen da hinten. Und ich glaube zumindest, dass es ein Klicker ist. Mal gucken, wie sie sich mit dem Klicker schlagen. Also ich mag das, die freizulassen und zuzugucken, wie diese Arschgeigen abgeschlachtet werden, weil sie haben es. Ich meine, so wie sie mit den Leuten umgehen hier, ne? Ja, ist ein Klicker dabei. Hol dir. Ah, es ist so falsch. Es ist so falsch, darüber zu lachen. Es ist einfach falsch. Aber ich meine, irgendwann haben sie es auch selber zu verantworten, nicht? Ja, wir lassen die hier mal ein bisschen kämpfen. Die sollen mal ein bisschen was tun für ihr Geld. Es ist wahrscheinlich auch schon tot. Sie sterben alle. Allesamt. Ich weiß, dass da oben eben auch ein paar stehen. Sind die schon tot, die zwei Klicker? I mean, wenn sie schießt, müssen die zwei eigentlich sofort auf sie aufmerksam werden. Die hier, die hat festgestellt, dass sie einen Headshot von mir gekriegt hat. Verdammt. Wir haben noch eine erwischt. Los, auswärmen. Die kann nicht weit sein. Ich kann schwer nicht, hätte rechts von mir was gehört. Wo denn? Da oben.
Alles klar. Ich würde gerne wissen, wo sie die zwei Klicker erledigt haben. Ist das ein Schlagstock? Die haben einen Schlagstock. Hier ist ein Klicker gestorben. Das sieht man an dem Halsband. Die Kette. Schon, wo sind die anderen zwei hin? Hier drin kann man hoch. Ja, ich bin nicht weg. Nur Geduld, ich komme gleich. Gefunden! Schatz, so nicht. So, das waren ordentlich viele Schüsse, aber es hat Spaß gemacht. Ein Brief. Prosper, dankeschön für die 100 Bits. Jenny, ich schicke euch ja das Fleisch, Grapefruit und Kartoffeln, die ich gerade bekommen habe. Sie waren beeindruckt davon, wie viele Sträune ich geschnappt habe. Und sie wollen mich belohnen. Wir haben die beste Ernte, seit wir uns hier niedergelassen haben. Bitte sorgt dafür, dass meine Mutter die fettigen Stücke bekommt. Sie hat neulich viel zu dünn ausgesehen. Path. Ist das der Path, den wir in der einen Siedlung, der einen Brief geschrieben hatte, dass er losgegangen ist? Ich glaube schon, ne? Das ist ein und dasselbe. Das heißt, er hat sich ihnen angeschlossen, hat Streuner gejagt und jetzt hat er für seine Tochter. Und ich vermute, dass seine Tochter ist und seine Frau. Schickt er Sachen ins Haus. Oder lässt schicken. Weil er gute Arbeit leistet hier. Obwohl, was heißt hier gute Arbeit? Also, ja. Oh, schade. Ich könnte viel großzügiger einfach rumballern wie in Ära. Ich bin noch viel zu vorsichtig. Gibt es irgendjemanden? Hier, hallo? Ja, guck an, was... Okay. Ich darf halt nicht vergessen, dass die ja auch dementsprechend viel Munition haben. Ich glaube, von hier würden wir kommen. Oh, wait a minute. Okay, hier eine Treppe hoch. Wir wären da... Scheiße, was ist hier los? Wir werden angegriffen! Los, gehen wir! Wir warten. Wir warten. Alles klar!
Sorry, eigentlich hätte ich einen sauberen Schuss landen sollen, das hast du nicht. Ja, hat niemand verdient. Dahinter. Hab sie gefunden! Gleich hier drüben! Um sie herum! Miese Drecksau! Ach, Scheiße. Weiter! Ja, okay! Oh, verdammte Scheiße! Gut. Ich bin so frei, spring nochmal schnell zurück, schnapp mir noch die Munition, dann geht's weiter. Ich dachte mir ein bisschen Action, warum nicht, wenn wir die Gelegenheit schon haben, hier uns gleich wieder aufzustocken auf der Seite. Ich meine, hier liegt gut was, hier liegt noch gut was. Dann lag hier noch ein bisschen Revolver-Munition. Dann hatten die hinten nochmal im Räumchen, waren die auch, glaube ich, noch nicht ganz durch. Nee, okay, das sieht gut aus. Also dem Typen, den ich den Arm weggeschossen habe, das tut mir ein bisschen leid, weil es hat unnötige Schmerzen. Ich meine, jemanden sauber zu treffen. Ist ja eine Sache. Und leidet er nicht. Aber ihm so brutal den Arm abzuschießen und danach leidet er danach auf dem Boden. Jetzt kann man drüber streiten, ob man das verdient hat oder nicht, aber unnötig leiden finde ich irgendwie nie. Also, ich weiß nicht. Ich nehme an, da geht's weiter. Wir flitzen hier schnell noch durch und gucken, ob ich vielleicht irgend noch ein paar Pilzchen finden. Was zum Snacken. Wir haben hier Karte gespielt. Okay, wir haben alles. Zumindest das Wichtigste. Allzu ewig müssen wir uns hier auch nicht, upsie, aufhalten. Böse Menschen dürfen etwas ruhig leiden. Ja. Das eben, das ist das Problem, das ich vorhin. Ich meine, Path heißt der. Path, der Typ. Wo wir in der einen Villa waren, der einen Brief hinterlegt hat für seine Frau und sein Kind. Der hat gesagt, er schließt sich denen hier an, damit sie überleben. Das heißt, damit seine Familie überlebt, hat er entschlossen, sich hier anzuschließen. Ist das böse? Ist das gut? Also, da kommt man mega drauf an, ne? Ich meine, wenn es ja eine Situation wäre, rein aus eigener Bereicherung, kannst du schon sagen, das ist böse. Aber ich meine, der Path, der versucht, seine Familie zu überleben, dass sie überlebt. Klar, das, was er tut, ist böse. Aber der Grund ist ja nachvollziehbar wenigstens. Das ist jetzt zum Beispiel jemanden, den würde ich nicht leiden lassen. Deswegen finde ich es irgendwie sinnlos, jemanden leiden zu lassen. Auch die hier, deswegen... Ja... Und am Ende ist es nur ein Spiel, aber aus der moralischen Sicht heraus, ja.